Moin, liebe Tauchfamilie und liebe Zeus-Fans da draußen. Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Lieben, die Battles gingen in eine dritte Runde und damit ist es so gesehen jetzt hier die vorletzte Woche mit den Battles. Nächste Woche am Donnerstag und am Freitag sind die letzten beiden Shows, wo es darum geht, sich in den Battles zu beweisen und sich durchzusetzen. Wir haben heute auch wieder acht interessante Battles gehabt. Mit glücklichen, mit traurigen Gesichtern, mit lustigen Momenten. Wir erinnern uns an irgendwie dieses Insekt, die Biene oder Hummel oder Wespe oder was das war. Das war schon sehr, sehr lustig. Wie fandet ihr das? Deswegen schreibt sehr gerne eure Meinung zur Show und vor allem auch eben zu den Duellen. Und in die Kommentare lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Hier wird in dem Sinne Tacheles gesprochen und wir sagen unsere Meinung zu den Duellen. Wie hätte ich mich entschieden? Wie hättet vielleicht ihr euch entschieden? Wie gesagt, schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare, bin ich wie immer sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall gab es interessante Entscheidungen, ein paar mit denen ich nicht gerechnet habe, weil ich vielleicht jemand anderen doch stärker fand, aber auch mit sehr, sehr tollen Momenten. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt rein mit Duell Nummer 1. Duell Nummer 1 ist hier in Team Giovanni. Und ja, jetzt muss ich die kurz auseinanderhalten. Ja, wer ist jetzt wer? Hätte ich mich vielleicht ein bisschen doch kurz darauf vorbereiten sollen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder doch? Doch, auf der Linken haben wir Elias Bichele und hier hinter mir haben wir Johann Badowix. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich gucke lieber nochmal. Elias Bichele. Ich bin mir doch ziemlich sicher. Ja, ich bin mir sicher und ich lag auch richtig. Ja, und die beiden, finde ich, haben ein wunderschönes Lied gesungen, nämlich A Million Dreams aus dem großartigen Film The Greatest Showman. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich könnte den Film wirklich 10-mal schauen und würde immer die gleichen Emotionen haben. Ich wäre immer gleichermaßen gerührt. Und es ist ja auch eine schöne Geschichte. Sprechen wir aber über die beiden. Ich finde, beide haben das auf ihre Weise stark gemacht. Und bei Elias, der gerade mal erst 17 ist, der ist gerade mal erst 17, finde ich, hat er schon so eine gewisse Reife in der Stimmung, in der Stimme. Er ist sich schon gut sicher, kann, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Was mir an Johann vor allem gefällt, ist die Emotionalität. Ich finde, er kann sehr, sehr gut die Gefühle rüberbringen. Manchmal finde ich, das merkt man bei so ein paar Kandidaten in dieser Staffel, vernuschelt man manchmal gerne so ein paar Wörter, wenn man singt. Das war heute nur so ein, zweimal der Fall. Aber das sind dann eben so Kleinigkeiten. Vom Gesamtpaket, wenn ich mich entscheiden müsste für einen, wenn ich mich jetzt nur für einen entscheiden dürfte, dann wäre es hier Johann. Das kann ich sagen. Dann wäre es Johann. So kann ich aber sagen, ist aber die Entscheidung gewesen, denn Giovanni hat beide mitgenommen, sowohl Elias als auch Johann. Das heißt natürlich dadurch ein Platz weniger, wie wir ja wissen. Jeder von denen hat 9 Plätze für die Teamfights. Und wenn man zwei weiternimmt, gibt es auch ein Duell, dann nimmt man. Muss man aus einem keinen mitnehmen. Das gehört mit dazu, deswegen kann man schon sicher sagen, Giovanni muss auf jeden Fall auch ein Duell noch haben, wo er keinen weiterlässt. Gehen wir aber gerne auch nochmal am Ende des Videos darauf ein. Kommen wir zum zweiten Duell, das da heißt, oder das zwischen den beiden hier ausgetragen wurde. Wir haben einmal zur Linken Linus Nerik. Der hat eine sehr, sehr schöne Stimmfarbe, wie ich finde, gegen Joy Esquivias. Im Übrigen, bei den Blinds, ich habe mich bei Linus
entschieden, oder hätte ich mich auf ihn entschieden. Bei Joy war ich so zwiegespalten, hätte mich dann vielleicht doch umgedreht. War ein bisschen schwierig. Bei den anderen beiden, eben Elias und Johann, habe ich mich bei beiden umgedreht, im Übrigen. Und die beiden haben natürlich ein Lied gesungen von meinem absoluten Lieblingssänger, nämlich Ed Sheeran, und zwar Best Part of Me. Ich finde, Linus kann noch mehr. Das Ding ist aber, und das merkt man, dass er sehr aufgeregt ist oder sehr schüchtern. Und diese Schüchternheit kann einerseits was Schönes sein, weil man eben merkt, das ist natürlich, was er singt, und es kommt auch natürlich rüber, was er singt. Auf der anderen Seite natürlich muss man aber auch dann eben gucken, trotzdem sein Selbstbewusstsein zu stärken. Auch Joy, finde ich, hatte so ihre Momente in dem Battle, wo es stark war, wo es aber auch eben war, dass eben sie mir dann ein bisschen zu unsicher war. Wie gesagt, ich finde, Linus kann mehr so auf diese Gefühlsschiene gehen und damit berühren. Bei Joy, finde ich, hat eine sehr kraftvolle Stimme. Und damit überzeugt sie, so mit der Technik eben. Wenn ich jetzt Coach gewesen wäre, wäre mir das tatsächlich ein bisschen bei so einem Lied, was man natürlich dann den beiden eben auch gibt, wäre mir das zu wenig gewesen. Und deswegen hätte ich von meiner Seite aus gesagt, so schön auch dieses Battle war und wie beide das gesungen haben, ich hätte mich für keinen der beiden entschieden. Shirin hat genau das Gegenteil gemacht, sie hat beide mitgenommen. Wenn ich mich für einen entschieden hätte, hätte ich mich, glaube ich, eher für Linus entschieden. Eher. So ist sie mit beiden gegangen. Da hat sie schon ein Problem. Gehen wir gerne am Ende nochmal darauf ein. Denn Shirin, kann man schon mal sagen, hat für mich das größte Problem in den nächsten beiden Shows, die wir sehen werden. Kommen wir zu Duell Nummer 3. Und das ist dieses hier. Und da sprechen wir über das Team Toll, wie das ja auch jetzt immer gesagt wird, über Team Bill und Tom. Und da sprechen wir einmal zur Linken da ganz hinten. Angela Peltner, die kennen wir auch als die gute Maria aus GZSZ. Für die habe ich mich umgedreht in den Blinds. Und hier hinter mir haben wir Franziska Bittner. Die beiden haben ein Klassiker gesungen von Hildegard Knef, nämlich Für mich soll's rote Rosen regnen. Da war ja der gute Bill und hat ja als Wortspiel und so gesehen, als Rätsel für uns Zuschauer und auch für die, ja diese Rosenblätter genommen und die ja dann so hingeworfen auf das Schiff oder Boot. Also ein Klassiker. Ein Klassiker, der natürlich, sag ich mal, nicht jetzt so viel Technik mitbringt, sondern mehr, sag ich mal, eine Stabilität, aber auch ein gewisses Gefühl und eine gewisse Präsenz. Und wenn man danach ausgeht, finde ich, hat Angela das natürlich besser gemacht. Das muss man sagen. Also Angela ist natürlich mehr hier die erfahrene Sängerin. Ich muss aber zugeben, Franziska hat mir sehr gut gefallen mit ihrer Stimme. Ich habe mich für sie nicht in den Blinds umgedreht. Wenn ich mich jetzt hier in diesem Duell entschieden hätte, wenn ich mich jetzt für einen entschieden hätte müssen, wäre ich, glaube ich, mit Franziska gegangen, weil ich finde doch, dass sie das speziell auf ihre Weise auch gemacht hat. Aber ich muss halt einfach sagen, ich wäre mit keinen auch gegangen. Und warum sage ich auch? Denn die beiden haben auch keinen von den beiden mitgenommen. Für mich die richtige Entscheidung. Die brauchen ja auch Duelle, sage ich mal, wo sie eben doch keinen mitnehmen, weil das wird ja auch ein bisschen eng bei denen. Aber man muss halt einfach sagen, das ist dann doch zu wenig vom Niveau, was wir von den anderen schon gesehen haben. Und Team Bill und Tom haben ja auch schon gute Talente weiter. Und da sind die beiden jetzt nicht so auf diesem Niveau, dass man sagen kann, die würden vielleicht da auch nochmal eine Konkurrenz sein, eine gute Konkurrenz. So ist keiner von denen weiter und wir haben aber trotzdem, finde ich, einen schönen Klassiker gehört. Machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Und dann sprechen wir über diese beiden.
Das ist wieder Team Giovanni. Und wir sprechen hier einmal auf der Linken über Sorlo Hofmann und direkt hinter mir Kevin Smith. Ich habe mich für beide nicht umgedreht. Im Übrigen bei den Blinds. Und auch die haben einen Klassiker gesungen, nämlich von Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein. So, das heißt, wir haben hier auch wieder ein deutsches Lied, wo, ja, sag ich mal, wo du jetzt nicht so diese Technik brauchst, sondern du musst, sag ich mal, insgesamt mit deiner Stimme überzeugen. Du musst dieses Lied spüren, du musst das Lied gut rüberbringen. Um es vielleicht mit Giovannis Worten noch auszudrücken, du musst es gut vermarkten und verkaufen eben. So, wenn ich so vergleiche, wie ein Giovanni hat, und ich mich jetzt so dann in seine Lage hineinversetze, hätte ich mich für beide nicht umgedreht. Also, wenn ich, wie gesagt, eher mit jemandem gegangen wäre, dann wäre es Kevin gewesen. So sage ich aber, beide sind da für mich doch ein bisschen zu schwach und haben nicht so dieses Potenzial, was man da ausschöpfen kann, mit den Jüngeren oder mit den Stimmen, die auch etwas markanter und auch etwas Besonderes in der Stimme haben, da ist mir das bei denen zu wenig. Tatsächlich gab es aber eine Entscheidung von Giovanni und Giovanni hat sich für Sorlo entschieden. Sehr überraschend meiner Meinung nach. Also ich hätte damit nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ich wäre da eher mit keinem gegangen. Umso überraschender dann, dass er ihn mitgenommen hat, weil so natürlich ist ein Platz mehr belegt in seinem Team und so muss er natürlich gucken, wie er das dann eben ausgleicht. Deswegen, das wird natürlich dann eine interessante Entscheidung noch, die er noch irgendwann treffen muss. Kommen wir zum nächsten Duell und jetzt sprechen wir über Team Ronan. Und da sprechen wir einmal auf der linken Seite über Vikrant Subramanian und direkt hinter mir Simon Schmerbeck. Was ich toll fand bei diesem Duell, denn die haben das Lied gesungen, Rule the World von Take That. Und was hat der gute Ronan gemacht? Ein Videocall mit Gary Barlow. Fand ich sehr, sehr toll. Habe ich mir hier extra nochmal so hingeschrieben als Notiz. Fand ich sehr, sehr toll. Muss ich zugeben, ist ja auch ein großartiger Produzent und Sänger. Ja, und Take That, Robbie Williams, also die Band kennt man natürlich auch. Deswegen, ich finde, beide haben das erstmal stark gemacht. Der vermeintliche Favorit, wenn man zumindest von der Erfahrung ausgeht, ist natürlich Vikrant, der in Musicals singt, der auf der Bühne schon stand oder steht eben und eben weiß, mit dem Publikum, mit der Präsenz umzugehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Simon, der jung ist und der etwas Besonderes in der Stimme hat. Da kann man noch mehr rauskitzeln, das weiß man. Denn ich finde, der ist auch noch so ein bisschen schüchtern oder ein bisschen zurückhaltend. Und ich glaube, der kann auch noch mehr aus sich rauskommen, als wie er es gemacht hat. Ich finde aber, er hat gut dagegen gehalten gegen die Stimme von Vikrant, der auch in diesem Duell natürlich deutlich präsenter war. Aber ich finde trotzdem, hat Simon das gut gemacht. Wenn ich mich für einen entschieden, oder wenn ich mich nur für einen, wie gesagt, entscheiden müsste, weiß ich nicht, ob ich da mit einem gegangen wäre. Weil ich glaube, ich wäre, wenn dann eher mit beiden gegangen, vielleicht ein Ticken, und das ist jetzt der Punkt, vielleicht aber ein Ticken mehr, wäre ich vielleicht mit Vikrant gegangen. Weil er eben so diese Präsenz hat, aber da fehlt mir das Gefühl, weil das Gefühl ist dann doch mehr bei Simon. Und so hat sich tatsächlich dann auch Ronan entschieden. Vikrant ist nicht weiter und er hat Simon weitergewählt. Eine riskante Entscheidung, aber ich finde eine gute riskante Entscheidung, weil Simon eine schöne Stimme hat und jetzt noch ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein. Ich glaube, dann kann das auch in der nächsten Runde gut werden. Denke und hoffe ich mal. Reden wir über das nächste Duell.
Und das sind die beiden hier. Die hatten auf jeden Fall viel Spaß. Die wurden immer wieder eingeblendet, auch während andere aufgetreten sind. Die saßen da vor dem Monitor. Wir sprechen hier über Team Shirin. Und wir haben hier einmal auf der linken Richard Vaupel. Habe ich mich für entschieden. Also ich kann schon mal sagen, alle Teilnehmer, die noch kommen, für die habe ich mich auch umgedreht. Das kann ich nur schon mal sagen. Hier immer jetzt vorab. Auf der linken Seite Richard Vaupel und direkt hinter mir haben wir Luca Grace Kampmann. Und die haben ein schönes Lied gesungen, aber auch ein schwieriges Lied. Und anscheinend das Lieblingslied auch von Shirin, nämlich von Sam Smith, I'm Not The Only One. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei diesem Auftritt. Beide haben eine Soul-Nummer in den Blinds gesungen, was mich auch überzeugt hat. Bei diesem Auftritt, oder sagen wir, oder gehen wir erstmal davon aus, das Lied im Original hat jetzt natürlich nicht, sag ich mal, so einen souligen Touch. Man hat aber von der Musik gemerkt und wie sie es gesungen haben, dass sie da so ein bisschen eben ihren Stil natürlich und Soul mit reingebracht haben. Was jetzt per se nicht schlecht ist, das möchte ich nicht sagen. Aber irgendwie haben mich beide nicht zu 100% überzeugt vom Gefühl. Es ist eine Ballade, also I'm not the only one, also ich bin nicht der Einzige. Das ist ein Liebeslied, so. Und da brauche ich dann auch dieses Gefühl. Und das war mir mit dem Soul und wie sie es gesungen haben, ja, zu wenig emotional, zu wenig gefühlvoll. Das war eher fröhlich gesungen, wie die sich angelächelt haben oder eben als sie den Coaches so gesehen zugesungen haben, das war mir irgendwie insgesamt zu fröhlich und nicht packend genug. Da war nicht so diese, sag ich mal, so eine Gänsehaut oder irgendwie so ein Gefühl, wo ich so dachte, ja, ich spüre das, was du singst. Das fand ich insgesamt sehr, sehr schade. Von der Technik muss man sagen, Richard, finde ich, hat so wirklich so diese Soul-Stimme. So diese Soul-Stimme, die man aus den 50er, 60ern oder noch von ganz, ganz früher kennt. Giovanni hat ihn ja auch mit einem Sänger verglichen. Den Namen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber da muss ich sagen, ich kann da sonst mal kurz gucken. Vielleicht habe ich das hier irgendwie doch noch aufgeschrieben. Luther Vandross, genau, Luther Vandross. Und ich glaube, Celine Dion da verglichen mit Luca Grace. Ich habe es hier doch noch. Jedenfalls große Vergleiche, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, wenn ich mich für eine entschieden hätte, ich glaube, ich wäre tatsächlich mit Luca hier gegangen. Kann ich sagen. Weil sie mich von der Technik mehr überzeugt hat. Shirin ist tatsächlich mit Richard dann aber gegangen. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Aber mir hat trotzdem bei beiden was gefehlt. Und das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Dann, meine Lieben, kommen wir zum vorletzten Duell. Und das sind die drei. Denn wir sprechen hier über Team Ronan. Und wir springen ja einmal über Katharina und Aristak hinter mir. Und die sind gegen Priti Pawar angetreten. Und die haben natürlich auch, finde ich, ein wunderschönes Lied gesungen. Ein Klassiker. Ich glaube, aus den 90er, 2000ern. So in etwa, glaube ich, kommt das hin. Ich glaube, eher 90er oder 80er. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. One von U2. Ein schönes Lied, One, You, Two. Ich kann ja mal kurz gucken, von wann ist denn das? Es ist 90er. Mein erster Instinkt lag, da lag ich richtig. Ich finde, die haben das schön gemacht. Alle erstmal insgesamt. Also, wären alle drei ein Talent, wäre ich mit allen dreien mitgegangen. Würde ich nur einen von den dreien mitnehmen, kann ich schon mal sagen, ich wäre mit Aristak gegangen. Ich finde, Aristak hat eine sehr, sehr schöne Stimmfarbe, die so ein bisschen untergeht. Alle Coaches haben hinterher gesagt, ja hier, Katharina, tolle Stimme, schöne Range von in den Höhen und Tiefen und auch ihre Techniken natürlich, das macht sie toll. Aber Aristak hat für mich so mehr dieses Besondere, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und tatsächlich hat Ronan dann hart sich entschieden und hat gesagt, ich nehme
keinen mit. Ist natürlich eine harte Entscheidung. Irgendwie kann ich es aber auch verstehen, denn wenn einer bei einem Duo so hervorsticht, sei es jetzt neben Arestak oder eben, wie alle es gesehen haben, Katharina, dann zieht entweder der eine oder den anderen eben hoch oder runter. So, und Pretty hat das gut gemacht, die hatte schöne Töne, die hatte schöne Momente, hat ja auch, sage ich mal, den Einstieg ja ins Lied gebracht, aber insgesamt war mir das dann von den beiden oder von Pretty allein zu wenig und überzeugend, also nicht ganz überzeugend genug. Pretty hat gut auch dagegen gehalten von den beiden, weil ich finde, beide haben eine schöne Harmonie, wenn sie zusammen singen. Aber das ist dann doch zu wenig vom Niveau. Und auf jeden Fall können wir sagen, Ronan hat schon einen guten Luxus im Gegensatz zu den anderen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was er noch machen wird und wer auch noch gegeneinander antritt. Ich kann aber schon mal so viel sagen, Ronan ist auf jeden Fall derjenige, der die besten Karten in der Hand hat. Deswegen, wie gesagt, keiner ist bei denen weitergekommen. Aber zum letzten Duell, und da sprechen wir über diese beiden hier und über Team Toll, Bin, Bill und Tom. Mein Gott, jetzt sage ich auch schon Team Toll. Wir haben hier einmal auf der linken Malu, Lovis, Krähelkamp und direkt hinter mir Luna Kavari. Die haben ein tolles Lied gesungen. Ein Lied, was ich lange nicht mehr gehört habe und was ich jetzt auch gerade, weil das ja auch der letzte Auftritt war, immer noch so ein bisschen im Kopf habe, nämlich Every Time von Britney Spears. Ich hatte das Lied irgendwann auch mal im Kopf, aber ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass es von Britney Spears kommt und dass ja auch das Musikvideo, ich sag mal, so ein bisschen ja auch an die Grenzen geht und nicht für jedermann gemacht ist, gerade wenn man, sag ich mal, so ein bisschen mental auch angeschlagen ist. Ich finde, beide haben das toll gemacht. Es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Ich finde, Luna hat eine sehr kraftvolle Stimme, eine Stimme, die gut in die Höhe gehen kann. Das gefällt mir hier bei Luna sehr, sehr gut. Also sie hat eine schöne Präsenz, eine schöne Stimmfarbe. Aber wenn wir jetzt wirklich über eine markante Stimme sprechen, richtig markant, muss man hier Malu hervorheben. Malu hat so dieses Besondere, wirklich dieses Besondere. Wenn wir uns kurz zurückerinnern, und zwar letztes Jahr von The Voice, denn gewonnen hat ja nochmal, das ist jetzt schon wieder auch ein Jahr her, deswegen Andy hat ja letztes Jahr gewonnen mit Team Mark. Und ich finde, Andy hatte auch, sag ich mal, so eine ganz, ganz besondere Stimmfarbe. Und heute hatte ich so bei 2/3 Talenten. Ich würde eher 2 sagen. Ich hatte heute bei Johann, bei Team Giovanni und hier bei Team Bill und Tom mit Malu da hinten. So das Gefühl, das könnten tatsächlich Finalisten sein. Malu, finde ich, hat was sehr Besonderes in der Stimme. Diese, so eine gewisse Tiefe und so dieses Markante. Und das erinnert, finde ich, so total an Birdie auch. Deswegen, und ich wäre mit ihr gegangen und tatsächlich haben sich die beiden auch für Malu entschieden. Nicht für beide, sondern nur für Malu. Absolut die richtige Entscheidung. Das ist eine Waffe für die Teamfights und ich glaube, Malu kann, glaube ich, bis ins Finale kommen. Sag ich so, wie es ist. Also Malu traue ich es zu, ins Finale zu kommen. Meine Lieben, das war's dann auch mit diesem Video. Ihr müsst euch jetzt 6 Tage gedulden, dann geht es auch schon weiter. Sprich, nächste Woche Donnerstag und Freitag, 20.15 Uhr, erst auf Pro7, dann auf Sat.1, kommen die letzten beiden Folgen zu den Battles. Und dann in 2 Wochen, und da bin ich schon sehr gespannt drauf, die Teamfights. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, was da genau funktioniert. Anscheinend soll das Publikum entscheiden. Ist natürlich, sag ich mal, auch ein bisschen schwer, weil wenn da so diese Fanblocks sind von den Kandidaten, sind die natürlich parteiisch. Deswegen, ich bin gespannt, wie das da irgendwie genau entschieden wird. Weil man braucht ja dann irgendwie nur bei einem irgendwie nur etwas lauter sein. Und ist das dann schon, sag ich mal, der Grund dafür, weiterzukommen? Ich bin gespannt. Nur ganz kurz, also, Giovanni hat noch 3 freie Plätze. Bill und Tom haben noch 3 freie Plätze und Shirin auch.
Ronan hat noch 6 freie Plätze. Das bedeutet eben, Ronan hat aktuell nur 3 weiter, alle anderen 6. Da war das große Problem. Giovanni und Bill und Tom dürfen noch 3 weiter wählen bei 4 Duellen. Das heißt, kein weiter, kein weiter. Und dann dürfen die einmal noch sagen, zum Beispiel, 2 sind weiter und da ist einer weiter. Oder einer weiter, einer weiter, einer weiter, keiner weiter. Das sind die Möglichkeiten. Shirin hat auch noch 3 freie Plätze und das auch bei 4 Duellen. Also die haben es alle gleich, also noch 3 freie Plätze bei 4 Duellen, die dann noch ausstehen. Und Ronan hat noch 6 freie Plätze bei 4 Duellen. Das bedeutet sogar, er darf in 2 Duellen, er darf in 2 Duellen auch 2 mitnehmen. Er darf 2x2 mitnehmen und dann bei den anderen beiden einen mitnehmen. Und so kommen wir dann auf 6. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Wer kommt noch weiter? Das alles entscheidet sich dann nächste Woche. Deswegen schaltet unbedingt wieder ein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr, wie gesagt, immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Habt ein schönes Wochenende, erholt euch gut und wir sehen uns dann nächste Woche zu alter und neuer Frische wieder. Und mir bis dahin nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Topfamilie und The Voice-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.